Da sind Sie ja wieder, Freiachsen. War's schön im Schwarzwald? Jawohl, Herr Bürgermeister. Mal raus aus dem ganzen Dreck, was? Ein ganz anderer Mensch geworden. Braun. Und zwar ein energischer Zukunftskind. Oder haben Sie den schon früher gehabt? Während Sie weg waren, hat sich ein bisschen Luft gegeben. Es ist stiller geworden. Reinlicher. Aber eine Nachricht kommt jetzt doch noch, die kann ich der Stadt nicht schenken. Polizeioberinspektor Freiachsen hat mit dem heutigen Tage von seinem Urlaub zurückgekehrt, die Dienstgeschäfte der Polizeiverwaltung wieder übernommen, und zwar in vollem Umfang, da er durch Verfügung des Herrn Ministers des Innern wieder in den Polizeiexekutivdienst eingesetzt worden ist. Das gegen ihn seinerzeit angestrengte Verfahren ist eingestellt. Na, was sagen Sie jetzt? Das ist angenehm. Unsinn, Mensch, Freiachsen, freuen Sie sich gefälligst. Das ist unser Sieg, Ihr Sieg vor allem. Was denken Sie, was der Herr in Schleswig heute tobt? Vor ein paar Wochen stellt er Sie kalt. Nun, ich habe ein bisschen gearbeitet unterdessen. Und der Erfolg war, dass der Herr Minister den kalten Topf wieder aufs Feuer rückte. Sie haben alle Ursache, sich zu freuen. Jawohl, Herr Bürgermeister. Ich sehe, dass Sie kindisch sein wollen, Herr Freiachsen. Der Herr Oberinspektor belieben, mit mir zu schmollen. Herr Bürgermeister. Da Sie Altholmer Zeitungen gelesen haben werden, könnte es Ihnen ja mittlerweile klar geworden sein, dass ich Ihnen in jener Abschiedsstunde die Säbelgeschichte vorwarf, um Ihnen die sehr viel schärferen Missbilligungsworte des Regierungspräsidenten zu ersparen. Es ist Ihnen also nicht klar geworden. Sie schmollen. Ich bitte, Herrn Bürgermeister, versichern zu dürfen, dass ich nicht schmolle. Erzählen Sie keine Märchen. Jetzt tut Sie natürlich schon wieder leid. Der Zug von Energie und Kinn war Täuschung. Mit mir haben Sie zu arbeiten, Freiachsen. Lange noch. Und ich bin hier der einzige Mensch, der Sie hält, der ein Interesse daran hat, Sie zu halten. Wenn Sie anderen mehr glauben wollen als mir, bitte. Sie sollten eigentlich was aus Ihren Erfahrungen gelernt haben. Ich bin wirklich nicht böse. War es auch nicht. Reden Sie nicht. Sie haben mir nicht die Hand gegeben, Sie haben sich nicht gesetzt wie früher, Sie haben nicht Piep gesagt mit einem Wort, Sie haben gemuckscht. Aber lassen wir das jetzt. Es wäre nur gut, könnten Sie sich noch vor Beginn des Prozesses über Ihr Verhältnis zu mir klar werden. Guten Tag, Herr Oberinspektor. Hallo, ist denn das Käseblatt Chronik heute durch zwei Mann vertreten? Wieso zwei Mann? Ich vertrete die Chronik. Ein Stoff? Was denn der hier? Stoff? Ja. Thank you.
können Sie nun einmal zeigen, Herr Henning, wie Sie die Fahne trugen. Ach so, Ihr Arm, entschuldigen Sie. Vielleicht ist Herr Pattberg so liebenswürdig. Komm, gib mal hin. Zusammen im großen Saal vom Tucher. Dort versuchten wir, die Sense auf die Fahnenstange zu montieren. Da wir aber einen Schraubenzieher vergessen hatten, mussten wir die Schrauben mit den Händen zuerst und später mit einer Zange, die wir uns vom Wirt geborgt hatten, fest anzuziehen. Hierauf gingen wir hinaus auf die Straße und stellten uns an die Spitze unseres Demonstrationszuges. Da bemerkte ich aber, dass die Sense immer noch wackelte, also nicht fest war. Und ich schlug vor, nochmal ins Tucher zurückzugehen. Dort baten wir einen Jungbauern, uns einen Schraubenschlüssel zu besorgen. Es dauerte einige Zeit, bis dieser Schraubenschlüssel kam. Mit diesem Schraubenschlüssel aber dann gelang es uns wirklich, die Sense fest. Das Manuskript, Herr Trelup, es ist gleich 12. Herr Stuff ist auch hier. Der hat schon heute Morgen bei uns reingesehen. Tschüss gesagt, er ist jetzt bei der Landvolkszeitung. Ach so. Wie ist eigentlich das Wetter draußen? Es klärt auf, Herr Trelup. Das ist doch was. Da wird sich der Bürgermeister Gareis freuen, wenn er das liest. Da, Wunderwirkung einer Fahne auf Armlähmung. Andererseits sind diese Angeklagten alle ganz nette Kerle. Besonders Henning, der ist wirklich nett. Aber kann man sich sowas entgehen lassen? Gerade sowas lesen die Leute gern. Nur ganz am Anfang, als plötzlich Stuff da saß, da war ich ganz auseinander. Ich dachte, wie kommt der hierher? Hat er sich mit Gebhard ausgesöhnt oder ist er einfach nur so da? Was spielen die mit mir? Und als mich dann der Gerichtsdiener rausrief, da dachte ich, jetzt ist auch Schluss vorbei, die rufen mich ab. Reinweg vom Spiegel muss der Affe das einstudiert haben. Ich hatte doch früher nie fertig gebracht, den Säbel so offiziersmäßig zu halten. Ich bitte, von einer Vorvereidigung des Zeugen abzusehen. Die Verteidigung ist der Ansicht, dass der Zeuge seine Befugnisse überschritten hat. Ein Disziplinarverfahren gegen ihn war bereits in Gang. Das Disziplinarverfahren ist eingestellt. Es bestehen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine Bedenken gegen die Vorvereidigung. Das Gericht zieht sich zur Beschlussfassung zurück. Na, nur nicht bange machen lassen, Fraxen. Ganz gleich, ob Sie nun vereidigt werden oder nicht. Vorvereidigt? Hinterher werde ich doch vereidigt. Das ist doch Unsinn, dass ich mich strafbar gemacht haben soll. Natürlich, Sie werden sehen, was für Zeugen für Sie aufmarschieren. Reichsbanner, SPD, die ganze Arbeiterschaft steht hinter Ihnen. Sehr anständig Ihr erster Bericht gestern, Tredo.
Mit Sachlichkeit wurden wir von der Chronik bisher nicht verwöhnt. Ich möchte wissen, woher Sie noch das Vertrauen nehmen, Bürgermeister. Dieser ganze Prozess wird ein Riesenreinfall für uns. Warten Sie doch die Zeugen ab. Gestern die Angeklagten, das sagt gar nichts. Natürlich haben alle Idioten mit Henning Mitleid, mit so einem hübschen Jungen. Die Zeugen sind auch so. Der Vorsitzende mit seiner Federlichkeit ist ein Arsch. Man weiß, was man weiß. Was weiß man? Zum Beispiel, dass der Vorsitzende nicht wie die anderen Herren jeden Morgen mit der Bar vom Pier rüberkommt. Sondern er wohnt bei seinem Schwager, dem Fabrikbesitzer Tilse. Richter und Fabrikbesitzer, das wird schon gegen die Bauern sein. Das Chor hält zusammen. Aber ich werde es dem Pinkel stecken, der muss es in der Volkszeitung bringen. Mach doch bloß nicht sowas. Warum soll der Mann nicht bei seinem Schwager wohnen? Darum muss er doch noch nicht Partei sein. Natürlich muss das ins Blatt. Der Arbeiter, der als Zeuge auftritt, muss wissen, was das für ein Mann ist, der ihn da befragt. Wenn der Pinkus das bringt, hau ich ihm ein paar ins Genick, dass er die nächste halbe Stunde nicht wieder aufsteht. Riesenreißer seid ihr. Mit sowas würdet ihr nur alles vermasseln. Aber ihr könnt nichts dafür. Du fühlst dich furchtbar schlau, Genosse Gareis. Aber wir haben bisher noch nicht gesehen, dass du viel erreicht hast für uns mit deiner ewigen Taktiererei. Ewig kann man den Genossen erklären, entschuldigen, sie versöhnen. Führ doch mal einen Kurs, den der Arbeiter versteht. Wenn Pattberg, Henning und die Bauern verknackt sind, werdet ihr wieder finden, dass ich recht gehabt habe. Wenn? Und wenn nicht? Tja, was dann? Dann, Genosse Gareis, wirst du dein Köfferchen packen müssen. Wir können uns hier so kurz vor der Wahl keinen Gesinnungsluxus leisten. Nee, habe ich schon gemerkt. Herr Bürgermeister! Genosse Gareis, ich komme direkt aus dem Parteibüro. Ich habe Sie schon überall gesucht. Was ich jetzt habe, das raten Sie nie. Erzählen Sie schon. Ein Einschreibebrief ist gekommen, von Frerksen. Was will er denn? Warum schreibt er? Seinen Austritt aus der Partei hat er erklärt. Deine Zeugen, Gareis. Sie hatten also den Eindruck, dass man Ihre Zusammenkunft mit Herrn Bentin hintertrieb. Dass man Sie absichtlich in falsche Lokale schickte. Ja, ich weiß doch nicht. Wenn ich das in der Voruntersuchung ausgesagt habe, kann ich mich auch geirrt haben. Es war nur so ein Gefühl. Was veranlasste Sie nun zu der Flaggenbeschlagnahme? Es wurden Rufe des Unwillens laut. Sie schienen mir provozierend. Erinnern Sie sich, wer gerufen hat? Nein, daran erinnere ich mich nicht. Hatten Sie bei dieser Flaggenbeschlagnahme den Eindruck, dass Herr Henning Ihnen täglich Widerstand leistete? Täglich? Nein, eigentlich nicht. Sie haben früher ausgesagt, Herr Pattberg habe Sie von der Fahne zurückgestoßen. Nein, das kann ich nicht mehr sagen. Ob es Herr Pattberg war oder auch ein anderer, das weiß ich nicht zu sagen. Sie sind geschlagen worden. Ja, stark. Und von wem? Das weiß ich nicht. Namen weiß ich nicht. Frerksen versagt ja völlig. Was geht uns Frerksen an? Frerksen ist doch SPD. Frerksen? Mensch, Mann, wer hat Ihnen denn das aufgewunden? Frerksen ist doch nicht SPD. Was? Nicht? Na, das ist ja das Neueste. Und glauben Sie, solche Leute wollen wir in der Partei haben? Ach, der ist ausgeschlossen worden? Ich habe Ihnen das nicht gesagt. Nein, nein, natürlich nicht. Aber das ist ja sehr interessant. Herr Oberinspektor, ich richte an Sie die Frage. Haben Sie am 1. August Ihre Nerven in der Hand gehabt? Jawohl. Aber eine Gegenfrage, Herr Pattberg, sind Sie nicht Trinker? Nein. Waren Sie nicht in der Trinker-Heilanstalt? Das ist eine infame Lüge. Aber meine Herren... Meine Herren, ich bitte Sie, was soll das? Wir wollen doch hier vernünftig verhandeln. Frerksen? Erledigt. Keine 4 Wochen macht der Mann mehr Dienst. Nun, Herr Tredup, darf ich fragen, wieso des Volkes Stimmung ist? Was denkt man denn über meine Aussage? Zu laut, zu lasch, Herr Oberinspektor. Nicht erkannt, nicht erinnert, weiß ich nicht. Wenn man sowas macht, dann steht man dazu.
Ferguson war schon immer ein Schlappschwanz. Aber für Gareis ist das gar nicht schlecht. Jetzt sieht man doch, wer die Böcke geschossen hat. Du willst dich wohl wieder anbiedern bei deinem Gareis. Ist nicht, mein Junge. Gareis ist erledigt. Anbiedern? Man wird doch noch sagen dürfen, was ist. Die Fehler hat Ferguson gemacht. Und Gareis wird sie bezahlen. Das war immer so. Und uns kann es nur recht sein. Herr Bürgermeister, hat nicht am Vortage der Demonstration eine Besprechung mit Regierungsvertretern stattgefunden? Jawohl. Hat an dieser Besprechung nicht auch Oberinspektor Ferguson teilgenommen? Herr Ferguson war zugegen. Ist in dieser Besprechung nicht von Regierungsseite gesagt worden, die Landvolkbewegung sei gefährlicher als die KPD und man werde deshalb mit besonderer Schärfe gegen sie vorgehen? Die Verhandlungen mit den Regierungsvertretern haben längere Zeit gedauert. Eine Stunde, vielleicht zwei Stunden. Also ist mir der Wortlaut im Einzelnen nicht mehr erinnerlich. Ich glaube aber nicht, dass Worte in der eben genannten Fassung gefallen sind. Inhaltlich ist zu sagen, dass zwischen meiner Auffassung und der Auffassung der Regierung Meinungsverschiedenheit bestand. Diese Meinungsverschiedenheit besteht heute noch. Die Regierung wünschte völliges Verbot der Demonstration. Ich sah dazu weder rechtlich eine Handhabe, noch innenpolitisch einen Grund. Ich habe das Verbot abgelehnt. Ich wusste es. Konnte ein Dritter aus den Worten der Regierungsvertreter entnehmen, dass die Regierung ein exzeptionell scharfes Vorgehen gegen die Bauernschaft wünschte? Dieser Eindruck ist tatsächlich entstanden. Ich muss nachtragen, dass ich etwa eine Viertelstunde bei den Verhandlungen nicht zugegen war. Ich sprach in dieser Zeit mit dem Landwirt Bentin. Was Oberinspektor Ferguson in dieser Zeit mit den Herren von der Regierung gesprochen hat, weiß ich natürlich nicht. Als ich wiederkam, stand aber entschieden unter dem Eindruck, dass die Regierung ein besonders scharfes Vorgehen wünschte. Ich habe ihn nicht im Zweifel darüber gelassen, dass meine Wünsche andere waren. Hat ihn preisgegeben, den Ferguson. Ja. Ihre Fragen sind erledigt, Herr Justizrat. Nein. Nein, noch nicht. Herr Bürgermeister, ist Ihnen außer in jener Besprechung noch eine Willensäußerung der Regierung zugegangen? Ich erinnere mich nicht. Es waren so viele Verhandlungen. Keine Verhandlungen. Ich will Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Ist Ihnen nicht ein Brief zugestellt worden, ein Geheimbefehl, den Ihnen ein Schuppe-Offizier überbrachte? Ja. Und was enthielt dieser Geheimbefehl? Enthielt dieser Geheimbefehl nicht die Weisung der Regierung, mit aller nur erdenklichen Schärfe gegen die Bauernschaft vorzugehen? Tja, Herr Bürgermeister, Sie werden schließlich doch antworten müssen. Ist diese Frage zugelassen? An sich ja. Aber Sie müssen natürlich wissen, wie weit die Aussageerlaubnis der Regierung reicht. Ich bin der Ansicht, die Erlaubnis reicht nicht so weit. Es handelt sich um einen Geheimbefehl. Ich bin der gegenteiligen Ansicht. Das wird sich rasch entscheiden lassen. Wir haben einen Vertreter der Regierung hier im Saal. Ich frage sofort bei der Regierung nach. Eine große Sache. Das gibt mindestens 200 Exemplare im Straßenverkauf. Ich verstehe gar nicht, warum du so begeistert bist davon. Ich denke, du kannst gut mit Gareis. Und in der SPD bist du doch auch. Was hat denn das damit zu tun? Es war genauso, wie ich es geschrieben habe. Darüber kann sich Gareis doch nicht ärgern, wenn ich schreibe, wie es war. Wenn du dich mal nicht irrst. Na, jedenfalls für uns ist es gut. Die Zeitung kauft jeder, der die Überschriften liest. Du musst gleich wieder zurück zum Gericht. Tu mir einen Gefallen, wenn ich so rasch die Korrekturen durch, damit kein Mist stehen bleibt. Meine Güte. Wenn das Ganze noch mal kein Mist ist. Ivo, heute schlagen wir alle.
Ich gebe noch lange nichts verloren. Wozu sonst Geheimbefehl? Temporius wird schon wissen, wieso geheim. Der gibt mir nie die Erlaubnis zur Aussage. Ich weiß nicht. Zum ersten Augenblick dachte ich wirklich, da bist du drin. Der Vorsitzende ist ein anständiger Kerl. Das mit der Aussageerlaubnis war die einzige Rettung. Haben Sie nicht auch das Gefühl, Herr Bürgermeister, dass diese ganze Sache mit dem Geheimbefehl reichlich mystisch ist? Bestellte Sachen haben Sie. Glaube ich auch. Verschwindet, keiner weiß davon, aber im rechten Augenblick weiß der Verteidiger doch davon. Das Gericht hat eben angerufen, Herr Bürgermeister. Sie brauchen heute nicht mehr zur Vernehmung. Morgen wahrscheinlich auch noch nicht. Die Sache mit Schleswig dauert. Sie bekommen wieder Bescheid. Na also. Gut, dass Temporius erst ein oder zwei Tage Gras über die Geschichte wachsen lässt. Dann ist die heutige Szene so gut wie vergessen. Wir wollen die Zeit nützen. Piekbusch, Stein. Jetzt wird nochmal gesucht. Jetzt suchen wir drei Mann hoch. Wo sollen wir bloß noch suchen, Herr Bürgermeister? Überall. 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 200 Exemplare. Frei, auf der Straße. Du, das war noch nie da. Der Mann aus der Bahnhofsbuchhandlung, der hat viermal rübergeschickt, immer neue holen lassen. Also, das ist der Richtertisch. Hier sitzt der Staatsanwalt. Hier ist der Pressetisch. Das ist mein Platz hier. Gegenüber sitzt der Verteidiger. Und hier sind die Angeklagten. Und hier hat Gareis gestanden. Und sich immer mehr herumgedreht, bis er dem Verteidiger direkt ins Gesicht gesehen hat. Der Verteidiger ist ein Fuchs, aber immer ganz ruhig. Ist ein Justizrat aus Göttingen. Was hat denn nun in dem Geheimbefehl drittgestanden, Herr Bürgermeister? Darauf verweigere ich die Aussage. Der Gareis war richtig verlegen. Aber Papa, in der Volkszeitung hat gestanden, dass der Bürgermeister von der Regierung die Genehmigung braucht zur Aussage. Ja, das ist doch dasselbe. Das habe ich doch auch geschrieben. Hier habe ich eine Karte für dich, Elise, für morgen. Hab sie dem Gerichtsdiener abgeschnurrt. Aber vormittags kann ich doch nicht, Max. Dann kommst du eben erst mittags. Ich hole dich ab und ihr gehört jetzt ins Bett. Das mit dem Geheimbefehl ist Quatsch. Da hören Sie auf, Stein. Ich bin überzeugt, dass Temporius unter keinen Umständen will. Und wenn der Minister ja sagt? Ach, meckern Sie nicht auch noch. Ich habe das ewige Meckern satt. Ganz Altholm kann nichts wie meckern, als wenn sonst nichts zu tun wäre. Aber diesem Schwein, dem Tredo, schlage ich doch noch einen über die Schnauze für seinen unverschämten Bericht. Warte, mein Junge. Ich war wohl wahrhaftig der einzige Mensch in Altholm, den du noch nicht verraten hast. Aber warte, morgen wirst du erleben, was das heißt. Gareis verraten. Tredup ist das größte Schwein der Welt. Sie hätten sich nie mit ihm einlassen dürfen. War in die Partei eingetreten. Außerdem, wenn ich nur mit Edelmenschen umgehen will, kann ich keine Politik machen. Aber deswegen lasse ich mich noch lange nicht von jedem Schwein annagen. Gibt er mir sogar 350. Dann können wir Hans später aufs Gymnasium schicken. Den Kopf dafür hat er. Und jeden Monat 50 Mark auf die Sparkasse. Dann brauchen wir nicht so ängstlich zu sein, wenn Gebhardt mal was nicht passt. Und ein Radio wollen wir uns endlich auch anschaffen. Vor allem brauchst du einen Anzug. Und neue Schuhe. Elise? Ja, Max? Die 1000 Mark für die Bilder, die habe ich doch. Ich hab's immer gewusst. Du brauchst nichts zu sagen.
Ich hatte solche Angst vor der Zukunft. Ich dachte immer, wir verbrauchen die 1000 Mark so mit und wenn es dann mal schlecht ist, dann haben wir nichts. Ich weiß nicht, warum ich nichts gesagt habe. Ich konnte und konnte einfach nicht. Du hast es mir doch jetzt gesagt. Was hat er denn, der Bürgermeister? Da konnte man ja richtig Angst kriegen, so sah er durch dich durch, Max. Ehe wir mit der Zeugenvernehmung fortfahren, erteile ich an Bürgermeister Karreis das Wort zu einer persönlichen Erklärung. In einer hiesigen Tageszeitung, ich nenne sie beim Namen, in der schleswig-holsteinischen Chronik für Altholm und Umgebung, ist über die gestrige Verhandlung, speziell über meine Aussage, ein Bericht erschienen, gegen den protestiert werden muss. In seitenbreiten Überschriften heißt es da, sensationelle Wendung im Bauernprozess. Bürgermeister Garais verweigert die Aussage. Ich stelle fest, ich habe die Aussage nicht verweigert. Es besteht Meinungsverschiedenheit darüber, wie weit seitens der Regierung meine Aussageerlaubnis reicht. Ist dieser Punkt geklärt, werde ich Aussagen oder Nicht-Aussagen gemäß den Anordnungen der Regierung. Aussageverweigerung ist glatt erlogen. Da keine Aussageverweigerung vorliegt, liegt auch keine sensationelle Wendung im Prozess vor. Das ist eine zweite Lüge. Ich erhebe Protest gegen eine derart unwahrhafte, unsachliche Art der Berichterstattung. Es liegt mir natürlich vollkommen fern, den anderen Herren von der Presse einen Vorwurf zu machen. Ich weiß ihre exakte, vorzügliche Arbeit zu schätzen. Mit umso mehr Nachdruck verlange ich Schutz gegen das unkontrollierte Geschmier eines Außenseiters. Ich bitte das Gericht, mich dagegen in Schutz zu nehmen. Und wer schreibt für die Chronik, wenn wir Tredup abberufen? Ich kenne da einen netten, schreibgewandten jungen Mann. Ja, ja, ja. Hat auf dem Gymnasium immer eine Eins gehabt im Aufsatz, Herr Trautmann. Und vorläufig können die auch mal unseren Bericht nehmen. Na ja, meinetwegen. Jetzt holen Sie erst mal die Ausgabe der Chronik, um die es sich handelt. Bitte. Warum müssen wir uns eigentlich nach Heinsius richten? Gares hat schon auf manchen geschimpft. Das zählt doch nicht. Es ist eine gute Art, Tredup loszuwerden. Mhm. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Gebhardt. Wenn Heinsius Ihnen seinen Neffen andrehen will, daraus wird nichts. Der Bengel ist 22, seucht in allen Kneipen rum. So, dann wollen wir uns mal ansehen, worüber sich der Herr Garais wieder mal beschwert. Herr Garais, der ist ja nun wirklich nicht so wichtig. Sensationelle
Wendung, Aussage, Verweigerung. Und, naja, was ist das alles? Was haben Sie denn geschrieben? Sagen Sie mal die Nachrichten. Bürgermeister Galeis verweigert mehrfach die Aussage. Also, wissen Sie, Heinsius. Aber ich habe es doch längst nicht so sensationell aufgemacht, Herr Gebhardt. Sehen Sie, bei Tretup geht die Schlagzeile die ganze Seite. Bei mir ist es nur eine zweispalige Überschrift im Text. Und überhaupt der Erfolg entscheidet. Gaius hat uns ausdrücklich sachliche Berichterstattung bescheinigt. Und Tretup hat er angegriffen. Das bleibt hängen. Glauben Sie, die Leute halten die Zeitungen so nebeneinander? Auf Ihren Rat habe ich Tretup rufen lassen, wenn der sich jetzt auf die Hinterbeine stellt. Sie haben wieder mal Quatsch gemacht, Heinsius. Sie haben Nerven wie eine olle Jungfer. Sie reiten ewig den Chef rein und ich kann sehen, welchen Kram wieder in Ordnung kriege. Herein. Na, Tretup, Sie wissen ja, was Sie hier sollen. Schlechte Gewissen im Gesicht, was? Tja, die Redakteurherrlichkeit ist alle. Aber trösten Sie sich. Kaiser Friedrich hat auch nur 99 Tage regiert und der war nicht mal selbst schuld. Sie sind ja noch jung. Ich rate Ihnen, ziehen Sie weg von hier. Na, hier haben Sie zu viel Geschichten gemacht. Wenn ich als Annoncendarbeiter... Nein. Herr Gebhardt, wenn ich wenigstens wieder als Annoncendarbeiter... Sie wissen doch selbst, Tretup, dass das nicht geht. Erst das Gerede wegen der Bilder und nun dies. Na, etwas bleibt immer hängen. Ich habe Ihnen hier immer das Wort geredet. Sie wissen, ich bin's gewesen, der dem Chef gesagt hat, er soll es mit Ihnen versuchen, statt mit Stuff. Ja, Sie sind dabei gewesen. Also wenn ich Ihnen sage, es geht nicht, verschwinden Sie, dann verschwinden Sie wirklich am besten. Mein Gehalt. Ihr Gehalt? Heute ist der 3. Das wären 2,5 Tage. 220 kriegen Sie. Auf 25 Arbeitstage macht das 8 Mark auf den Tag. Das sind netto 20 Mark. Und wenn wir nun Schadenersatz fordern, wo Sie der Chronik doch so viel Schaden zugefügt haben. Also nein, Tretup, unverschämt dürfen Sie nun nicht werden. Seien Sie froh, dass Herr Gebhardt so milde mit Ihnen verfährt. Ja? Andere Chefs würden klagen. Guten Tag. Trautmann, gehen Sie ihm rasch nach und geben Sie ihm 100 Mark. Ivo, doch Geld rausschmeißen, hat mir gerade nötig. Tretup frisst sich schon durch, Unkraut vergeht nicht. Ich bitte einen von mir benannten Zeugen, den nennt man Banz, ausnahmsweise außer der Reihe zu vernehmen. Banz wurde bei der Demonstration schwer verletzt, ist heute noch sehr leidend, sodass ihm eine zweimalige Fahrt zur Gerichtsstätte kaum zugemutet werden kann. Dieser Zeuge Banz ist der Staatsanwaltschaft völlig unbekannt. In keinem Protokoll ist die Rede von einem schwer verletzten Landmann Banz. Soviel die Staatsanwaltschaft weiß, besteht auch kein Beschluss des Gerichtes, diesen aus dem Nichts aufgetauchten Zeugen zu laden. Ich beantrage, den Mann nicht zu hören. Es konnte ja auch nichts bekannt sein von diesem Zeugen, eben weil er schwer verletzt in seinem abgelegenen Hof gelegen hat. Die Verteidigung bittet um Anhörung dieses für Sie sehr wichtigen Zeugen.
Also, Herr Band, nun erzählen Sie uns einmal, was Sie an jenem 1. August in Altholm erlebt haben. Können Sie übrigens stehen oder wollen Sie einen Stuhl haben? Ich blieb stehen, Herr Präsident. Ich war mir doch in Altholm nicht hinsetzen. Warum kamen Sie nach Altholm? Hatten Sie von der Demonstration gehört oder gelesen? Du hebt de Lüd von vertellt. Aber Sie haben uns gesagt, dass Ihr Hof einsam liegt. Dass da nie ein Mensch hinkommt. Mein Recht will ich! Das ist mein Mütz, Herr Präsident. Die haben Sie mir zweislogen. Ob mein Kopf, du backt mein Blut an. Du bin ich ein kranken Mann von Wurm. Das ist Altholm, Herr Präsident. Abo! Das ist die Gastfreundschaft von Altholm. Abo! Und sei froh, wer mir das gesagt hat mit der Demonstration. Ist das recht? Ist das ein Recht? Ruhe! Das Publikum hat zu sitzen. Nee, Herr Präsident, ich danke der Meinung. Aber in Altholm trinke ich nichts. Lieber will ich krepieren, dass der hier was trinken darf. Waren Sie immer schon so leicht erregbar, Herr Band? Hans wird noch beim Turnspielen sein. Und Grete ist sicher bei ihrer Freundin, die machen Handarbeiten schon für Weihnachten. Am besten ist, wir ziehen nach Flensburg. Da habe ich meine Schwester und die Eltern sind auch in der Nähe. Die können auch mal helfen. Wo wir sie all die Jahre um nichts gebeten haben. Die? Das sind Bauern. Bauern werden mir Gott helfen. Dann sehen wir, dass wir ein Geschäft kriegen. Ich bin gar nicht so für Zigarren. Die Leute rauchen immer weniger, jetzt wo das Geld so knapp ist. Ich habe an Lebensmittel gedacht. Und ein paar Krücken. Fang eben klein an. Die Grossisten geben vielleicht ein bisschen Kredit. Wird schon klappen. Nur anfangen muss man. Nee. Nee. Nein, ich fange nicht nochmal an, Elise. 100 Mal habe ich angefangen, bin immer nur tiefer in den Dreck gekommen. Immer habe ich gehofft, mir Mühe gegeben und immer nichts. Aus uns wird nichts. Es hat keinen Zweck, sich abzustrampeln. Natürlich bist du jetzt traurig. Ist ja auch gemein, wie sie dich im Stich lassen, wo du ihnen immer gefällig gewesen bist. Aber du musst auch nicht übertreiben, Max. Die Kinder haben wir doch ganz schön groß gekriegt. Grete hilft mir schon sehr. Und Hans wird auch ganz vernünftig. Und eine gute Kindheit haben sie auch gehabt. Die hast du ihnen doch verschafft, Max. Nein, nein, Elise. Max. Denk doch an andere Familien, wo der Vater säuft und die Kinder schlägt.
Du bist doch immer freundlich zu ihm gewesen. Du hilfst ihm bei den Schularbeiten. Du machst ihm Spielzeug. Und es ist auch nicht wahr, dass wir nicht vorwärts kommen. Wir haben ganz hübsch angeschafft. Mit Kleidern und Wäsche in den letzten Monaten. So viel Strumpf haben wir überhaupt noch nicht gehabt, seit wir verheiratet sind. Und 300 Mark habe ich auch noch im Haus. Und deine 990 draußen. Siehst du, wie gut das ist, die noch gibt. Ich denke, heute noch holst du sie. Sofort. Das wäre mörderisch, Herr Präsident. Das kann man nicht beschrieben, wo du der Polizei los der Chef auf die Buren. Na, und was noch? Und mit Mols, der zum Blauen ob ihr los und schreit, ihr Hunde geht ja auseinander. Und ich sag ganz ruhig, wir sind zwar keine Hunde, Herr Wachtmeister, aber gehorchen muss man seiner Obrigkeit und ich werde mir nur ein Glas Bier kaufen. Und ich treibe immer und gehe in den Kroch und stehe auf der Treppe von den Kroch, da kriege ich den Schlag über den Död. 8 Wochen, Herr Viktor Bettlegen, Herr Präsident. Und Sie seht ja, was hüt und mir warn ist. Ich wäre ein starken Kerl, Herr Präsident. So wäre das, Herr Präsident. So habt ihr das Treiben mit mir. Tja, Herr Banz, nun muss ich Sie doch noch einiges fragen. Sie habt sich doch wieder beruhigt, ne? Ich bin ruhig, Herr Präsident. Man merkt nicht mal, kommt das nur so über mich, aber achteran bin ich als ein Lamm. Wie sah denn der Polizeibeamte aus, der ihm das zugerufen hat? So ein Lütten wäre das. So ein schmalen Lütten. So ein mickerigen Eng wäre das, Mann. Ja, aber wiedererkennen würden Sie den Mann doch, nicht? Das kann ich vorher nicht wissen, Herr Präsident. Mein Gedächtnis ist schlecht, sieht der Tiet. Fährst du mit dem ersten Zug nach Flensburg. Ich gebe dir einen Brief mit an meine Schwester. Bei der kannst du wohnen. Und sie beköstigt dich auch. Das machen wir dann später mal wieder gut. Tja. Und dann siehst du sie nach dem Zimmer für uns um. Unmöbliert. Ein bisschen Garten dabei wäre ganz schön. Und dann schreibst du mir eine Karte mit der neuen Adresse. Dann packe ich. Und in ein paar Tagen sitzen wir schon wieder zusammen. Raus aus dem Dreck. Wieder ehrlich sein. Kein schlechtes Gewissen haben. Ist ja gut, Max. Es wird Zeit. Tja, es wird Zeit. Meine Herren, ich habe den Wunsch, diesen Fall Banz, der mir reichlich ungeklärt und für die Beurteilung der Polizei wichtig erscheint, rasch aufzuklären. Das sind die Altholmer Polizeibeamten, die für heute Nachmittag als Zeugen geladen waren. Findet Herr Banz seinen nicht darunter, so laden wir für morgen die übrigen. So, Herr Banz, nun gehen wir mal die Reihe gemeinsam ab. Sehen Sie sich jeden der Herren in Ruhe an. Ich werde mit den Einzelnen ein paar Worte reden, damit sie auch die Stimmen hören. Ich habe versehen, die können Sie weiter Ruhe schicken. Mien ist nicht Urbin. Sind Sie gebürtiger Schleswig-Holsteiner? Jo, und Husum, Herr Präsident. Wie alt sind Sie?
Dreindeutig, Herr Präsident. Wie lange sind Sie im Polizeidienst? 5 Jahre. Wie ist Ihr Name, bitte? Ich heiße Kulkin, Herr Präsident. Betreiben Sie irgendeinen Sport? Jawohl, Fußball, Herr Präsident. Sind Sie hier in Altholm zu Hause? Jo, Herr Präsident. Wie lange sind Sie im Polizeidienst? 2 Jahre, Herr Präsident. Wie alt sind Sie? 26, Herr Präsident. Herr Präsident, das ist der Kerl, der mich durchschlug mit dem Krückstock. Halt! Aufhalten! Aufhalten, bitte! Wann kommst du zurück, Max? 10.25 Uhr. 10:30 bin ich wieder zu Hause. Also mach's gut, Junge.
Sagen Sie mal, Peekbusch, was haben Sie eigentlich die letzten Tage? Sie wirken so verquollen. Verquollen? Wie ein Fenster, das man nicht aufkriegt. Wo ist Stein? Wohl noch im Gerichtssaal. Rufen Sie an, er soll kommen sofort. Jawohl, Herr Bürgermeister. Halt! Wo bleibt mein Telefongespräch mit Berlin? Ich habe es schon zweimal angemahnt. Wo es bleibt, frage ich. Halt! Was laufen Sie denn ewig weg, Peekbusch? Warum kommt Pinkus nicht? Na, reden Sie doch! Pinkus ist im Gerichtssaal. Warum kommt er nicht, wenn ich ihn bestelle? Pinkus lässt sagen, er hat keine Zeit. Sieh mal, sie hat keine Zeit. Sie bleiben, Peekbusch, rühren sich nicht. Zentrale, hier Bürgermeister Gareis. Geben Sie mir das Fernamt. Herr Bürgermeister. Halten Sie die Schnauze. Sie bleiben. Fernamt, bitte die Aufsicht. Hier ist der Bürgermeister Gareis. Entschuldigen Sie, Fräulein, mein Sekretär hat vor einer halben Stunde, es können auch 40 Minuten gewesen sein, ein dringendes Gespräch nach Berlin angemeldet. Preußisches Ministerium des Innern. Ja, bitte, sehen Sie nach, ich warte. Herr Bürgermeister. Stille, bitte, Peekbusch, ich werfe Ihnen das Ding an den Schädel, wenn Sie mucksen. Stille! Herr Bürgermeister. Kein Gespräch angemeldet. Das ist ausgeschlossen, das muss ein Irrtum von Ihnen sein. Kein Irrtum? Einen Augenblick. Peekbusch, ist es kein Irrtum? Herr Bürgermeister, ich darf doch nicht. Idiot. Also, Fräulein, der Irrtum liegt auf unserer Seite. Mein Sekretär hat es verbockt. Bitte geben Sie das Gespräch jetzt mir persönlich. Jawohl, preußisches Ministerium des Innern. Und Fräulein, Blitzgespräch. Danke. Herr Bürgermeister, Sie werden mich nicht schlagen, Herr Bürgermeister. Ich durfte doch nicht. Sie wissen selbst, was Parteidisziplin ist. Es war mir befohlen. Ihnen befohlen? Wer hat es Ihnen befohlen? Sie wissen, dass ich Ihnen schon mehr gesagt habe, als ich darf. Wenn Sie weg sind, ich kriege nicht so leicht wieder eine Stellung. Wenn ich weg bin? Sie irren sich, Peekbusch. Ihr alle irrt euch. Bürgermeister Gareis? Das Gericht. Ja, ich stehe zur Verfügung. Ich komme sofort. Wir haben bedauert, Herr Bürgermeister, Sie so lange von den Verhandlungen haben fernhalten zu müssen, denen Sie als Polizeiherr sicher gern beigewohnt hätten. Aber der Entscheid aus Schleswig über den Umfang Ihrer Aussageerlaubnis ist erst heute Nachmittag eingetroffen. Ich habe Sie sofort benachrichtigen lassen. Sie sind, Herr Bürgermeister, bereits bei Ihrer ersten Vernehmung vereidigt worden. Dieser Eid gilt auch für Ihre heutigen Aussagen. Ihnen war am Vormittag des Demonstrationstages ein Geheimbefehl des Regierungspräsidenten überbracht worden, der nur dann zu öffnen war, wenn Sie von der Schupo Gebrauch machten. Sie haben die Schupo eingesetzt, den Geheimbefehl also geöffnet. Öffnen lassen. Haben ihn öffnen lassen. Was enthielt nun dieser Geheimbefehl? Wie bitte? Ja, hier ist die Entscheidung der Regierung. Ihnen wird volle
Aussageerlaubnis erteilt für jede an Sie gerichtete Frage, einschließlich des Geheimbefehls. Ja. Ich verstehe das nicht. Die Regierung hat... Nein, hier muss ein Irrtum vorliegen. Ich bitte doch. Wenn Sie selbst lesen wollen. Bürgermeister Gareis macht uns außerordentlich gespannt auf diesen Geheimbefehl. Wenn einer so kennt, vielleicht der Herr Justizrat die Gründe meines Zögerns. Sollen diese Worte mir unterstellen, dass ich den Geheimbefehl kannte, so weise ich sie in aller Schärfe zurück. Ich bitte Sie, meine Herren. Wann also, Herr Bürgermeister, haben Sie in den Geheimbefehl Einsicht genommen? Ich habe ihn nie zu sehen bekommen. Wie? Ich habe den Geheimbefehl niemals zu Gesicht bekommen. Herr Bürgermeister. Nie, keine Zeile, kein Wort. Herr Bürgermeister, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie hier unter Ihrem Eid aussagen. Kein Mensch weiß das besser als ich. Aber Sie haben den Geheimbefehl inhaltlich kennengelernt. Ich habe heute noch nicht die geringste Ahnung, was in ihm steht. Den Saal auf der Stelle räumen. Gerichtsdiener Schupo, das Publikum hat zu sitzen. Meine Herren von der Presse, dort steht Ihr Tisch. Herr Bürgermeister, ich ersuche Sie, uns Ihre Angaben zu erläutern. Am 1. August wollte ich in Urlaub fahren. Ich wurde in meiner Wohnung von den Zwischenfällen auf dem Marktplatz unterrichtet. Daraufhin gab ich meinem Sekretär telefonisch die Anweisung, den Geheimbefehl der Regierung, der an meinem Schreibtisch lag, zu öffnen und mir vorzulesen. Jedoch wurde das Gespräch, noch ehe er ein Wort gelesen hatte, unterbrochen. Ich fuhr dann zur Bahnhofswache, später zur Auktionshalle. Es war ein ziemliches Durcheinander, an den Geheimbefehl dachte ich überhaupt nicht mehr. An diesem Tage kam ich nicht mehr in mein Amtszimmer. Auch in den nächsten Tagen war so unendlich viel zu tun, dass ich nicht wieder an ihn dachte. Als er mir einfiel, war er verschwunden. Ich habe wochenlang nach ihm suchen lassen. Er blieb verschwunden. Das ist alles. Herr Bürgermeister, Sie werden verstehen, wenn Ihre heutigen Aussagen auf Überraschung stoßen. Ich muss an Sie die Frage richten, warum Sie das, was Sie uns heute erzählt haben, nicht vor 2 Tagen sagten. Warum das Verstecken hinter der Aussageerlaubnis? Kein Mensch gesteht gerne Fehler. Ich glaubte ehrlich, dass die Regierung die Veröffentlichung des Geheimbefehls nicht wünschte. Dieser Glaube konnte mich vor dem öffentlichen Geständnis eines Fehlers bewahren. Sie haben auf Kosten des Gerichts, auf Kosten unserer aller Zeit Wabank gespielt. Sie haben noch vorgestern Morgen einen Pressevertreter, der von Aussageverweigerung geschrieben hatte, heftig angegriffen. Sie hatten die Aussage verweigert. Ja, mehr als das. Sie haben fälschlich den Eindruck erweckt, als sei der Geheimbefehl besonders wichtig, enthalte besondere Anordnungen gegen die Bauern. Diese Möglichkeit besteht auch heute noch. Das ist eine Vermutung von Ihnen, Herr Bürgermeister. Wir wünschen von Ihnen keine Vermutungen zu hören, sondern Tatsachen. Zu den von Ihnen beschworenen Eidespflichten gehört die, nichts zu verschweigen, nichts hinzuzusetzen. Der Gerichtshof wird prüfen müssen, ob diese Eidespflicht nicht von Ihnen verletzt wurde. Im Augenblick möchte ich von einer weiteren Vernehmung absehen. Ich bitte Sie, sich zur Verfügung des Gerichts zu halten. Ich bin jederzeit in meinem Amtszimmer erreichbar.
Ich Idiot. Geheimbefehl. Das hätte ich gleich raten können, dass das nichts war als Verwaltungskram. Als Wichtigtuerei eines blöden Militärbürokratismus. So siehst du aus, Temporius. Nach Möglichkeit unbedingt. An dich habe ich an hohe Politik geglaubt. Ich habe an Sondermaßnahmen geglaubt. Und nicht daran gedacht, dass der schon Sondermaßnahmen trifft, sie mir aber ganz bestimmt nicht schriftlich gibt. Wie ein Affe habe ich vor Ihnen gestanden. Ihnen meine Doofheit vorgeplärrt. Klein gemacht habe ich mich. Oh, Gareis, Gareis, Gareis. Du bist zum Speien. Herein. Ach. Nett, dass ihr kommt. Heute ein altes Arbeitstier vom Schreibtisch lotsen. Bei mir ist recht. Also, trinken wir ein Bier am Tucher. Nee, Genosse Gareis, nach Bier ist uns nicht zumute. Und nach Sitzen mit dir im Lokal ist uns auch nicht zumute. Ich habe heute in eurer hübschen Turnhalle gesessen. Ich habe dich da gesehen vor den Richtern. Eine nette Figur hast du gemacht, Gareis. Findest du? Du hast natürlich nie einen Brief verschusselt, Kofka, und dich dann hingestellt und getan, als wäre er längst beantwortet. Es handelt sich nicht um mich und was ich getan habe und was ich nicht getan habe. Es handelt sich darum, was du gemacht hast. Einen schönen Mist hast du gemacht, Genosse Gareis. Das kann man wohl sagen. Ich bin der Ansicht, dass dies mein Amtszimmer ist und dass ich jeden, der mir hier dämlich kommt, eigenhändig achtkantig aus der Tür schmeiße. Das kannst du gar nicht. Es ist nur die Frage, ob du dir damit nützt. Immerhin bist du ja ziemlich dicht an einem fahrlässigen Falscheid vorbeigeschlittert, oder wie man das juristisch nennt. Und es kommt schließlich auf uns drei hier an, ob aus dem Vorbeischlittern eine Anzeige wegen Meineides wird, wenn wir da den Zipfel des Geheimbefehls aus deiner Tasche kommen sehen. Du müsstest dem Gericht schon ein richtiges Märchen erzählen, wenn sie dich morgen wieder über den Geheimbefehl vernehmen und plötzlich kennst du ihn. Ich fürchte, dann würde allen die Geduld reißen, endgültig. Staatsanwälte glauben nicht an Märchen. Was wollt ihr also? Dass du abtrittst, Genosse Gareis. Dass du völlig und lautlos abtrittst. Dass du heute noch in unserer Gegenwart ein Abschiedsgesuch an den Magistrat unterschreibst, das wollen wir, Genosse Gareis. Ich trete nicht ab. Ihr könnt mich anzeigen, meinetwegen, aber ich trete nicht ab. Ich gehe nicht weg aus Altheim. Nicht so. Wie denn? Mit Handschellen? Schlauköpfe. Ihr denkt, ihr habt mich. Aber ich habe Zeugen für das, was ich gesagt habe. Piekbusch kann gehört werden. Stein kann gehört werden. Was sagt ihr nun? Ich glaube nicht, dass Piekbusch ein guter Zeuge für dich sein wird. Ich kenne Piekbusch seit Jahren. Auf Piekbusch kann ich mich verlassen. Sei vernünftig, Gareis. Überleg dir deine Lage in Ruhe. Dann wirst du sehen, dass wir recht haben. Wir lassen dann auch mit uns reden.
Hör zu. Ich habe Mist gemacht. Ich habe immer gedacht, es geht gut aus. Es ist schief gegangen. Aber tausend Sachen gehen schief. Darum kann man nicht jeden in die Wüste schicken. Ihr kriegt keinen wieder her wie mich. Denke nach, was ich in den 6 Jahren für die Stadt und für die Partei geleistet habe. Was war Altholm, als ich kam? Ein Saustall. Heute kommen Leute überall aus dem Reich angereist, weil Altholm sozial mustergültig ist. Denk an unser Altersheim mit dem großen Gutsbetrieb und mit der Schule zur Umstellung erwerbsloser Industriearbeiter auf die Landwirtschaft. Denk an das Säuglingsheim, das Kinderheim, an das Ledigenheim, an das Lehrlingsheim. Denke daran, dass es in der Stadt Altholm keine Fürsorgeerziehung mehr gibt, dass wir jetzt die Kinder behalten und Menschen aus ihnen machen. Und denke daran, dass trotz all dieser Dinge die Schulden der Stadt nicht so sehr viel größer geworden sind, dass ich das Geld Mark für Mark, Hunderttausende, zusammengeschnorrt habe. Das fällt alles zusammen, wenn ihr mich absägt. Dann kosten die Anstalten, die Heime plötzlich wieder Geld, dann werden sie zugemacht, verkleinert. Ich weiß das doch. Dann kommen die Kinder wieder zu versoffenen Vätern, schludrigen Müttern, in Pflegestellen, wo nur der eigene Beutel gepflegt wird. Kannst du das verantworten, Kofka? Wenn man dich so reden hört, Genosse Garas, weiß man wieder, warum man dich so lange gehalten hat. Und deine Wippchen mit angesehen. Aber es hilft alles nichts. Garas, du bist alle, du gehst nicht mehr. Die kommunalen Wahlen stehen vor der Tür. Bleibst du, verliert die Partei mindestens 50% ihrer Stimmen. 70. Du hast keine Ahnung, Garas, wie unbeliebt du bei den Genossen bist. Du bist groß und kräftig, du knüpfst dir einen Einzelnen vor, du redest ihm ein Loch in den Bauch. Und weil der dann Ja zu dir sagt, denkst du, er meint wirklich Ja. Aber dann gehen sie weg von dir und hinter deinem Rücken schreien sie dreimal Nein. Das geht, solange du erfolgreich bist, aber das versagt in der Sekunde, wo sie dich mal schwach sehen. Hast du die Zeitung von heute gesehen? Nein, noch nicht. Interessiert mich auch nicht. Eigentlich überflüssig, dass wir gekommen sind. Du bist tot. Hast dich selber abgekehrt. Wir wollen nur, dass du ohne Krach gehst. Also sei vernünftig und schreib dein Abschiedsgesuch. Sofort. Nein. Dann veröffentlichen morgen früh sämtliche Parteiblätter deinen Ausschluss aus der Partei. Dann sorgen wir dafür, dass die Sache mit dem Geheimbefehl weiterverfolgt wird. Dann wird die Fraktion der SPD im Stadtparlament deine Entlassung aus städtischen Diensten beantragen. Dann wird von der Regierung ein Disziplinarverfahren gegen dich eingeleitet. Da bist du völlig erledigt. Dann kriegst du im Leben keine Arbeit wieder, die sich lohnt. So bleibt mir auch keine Arbeit. Bin ja nutzlos. Was soll ich dann noch? Ich habe den Auftrag, dir sofort nach der Unterzeichnung deines Abschiedsgesuches deine Berufung zum Bürgermeister von Breda zu überreichen. Was ist denn das, Breda? Hab ich nie gehört. Breda ist eine Stadt an der Ruhr, 21.000 Einwohner, nur Hütten- und Zechenarbeiter. Arbeit, 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 nichts ist da bisher geschehen. Im Stadtparlament sitzen SPD und KPD, ein paar Zentren, die keine Rolle spielen. Dann zeig den Wisch mal her. So wie du unterschrieben hast. Schreib auch noch einen Umschlag, Garas. Ich besorge dann morgen den Brief selbst, damit sie es nicht vergisst.
Und dann die Berufung. Morgen, spätestens übermorgen, bringst du die Parteiblätter. Wir stehen natürlich alle hinter dir. In den nächsten Tagen bekommst du auch einen Fackelzug von der Partei zum Abschied. Na schön. Aber jetzt wäre ich euch doch sehr verbunden, wenn ihr euch drücken würdet. Guten Abend, Genosse. Ach, Scheiße. Des Volkes, es wird für recht erkannt. Es werden verurteilt der Angeklagte Georg Henning wegen Widerstandes und Körperverletzung zu 3 Wochen Gefängnis. Der Angeklagte Heino Pappberg wegen einmaligen Widerstandes zu 2 Wochen Gefängnis. Der Angeklagte Herbert Rover wegen Widerstandes und Körperverletzung zu 2 Wochen Gefängnis. Der Angeklagte Adam Flederwurt wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens werden den Angeklagten, mit Ausnahme des Angeklagten Flederwurt, auferlegt. Hinsichtlich des Letzteren trägt die Staatskasse die Kosten. Das war der Punkt. Und Sie fanden mein Plädoyer wirklich gut, Herr Stuff? Einfach glänzend, Herr Justizrat. Ja, der arme Oberstaatsanwalt. Wenn der mir mit Reichsgerichtsentscheidungen kommen will, dann muss er schon früher aufstehen. Da gehört doch ein enormes Gedächtnis dazu. Gott, ja, Fleiß. Fleiß vor allem. Und wie ich es denen mit der Sense gegeben habe, hat natürlich kein Mensch dran gedacht, dass der Henning vorher mit der Blechschere die Steine abgeschnitten hat. War also gar keine Sense mehr. Wie, Herr Justizrat, Sie haben das ja nicht so gesehen wie ich, aber das Gesicht von dem Oberstaatsanwalt. Mein Name ist Manz. Herr Stuff kennt mich. Tu ich. Kenne ich, jawohl. Meine Herren, ich überfalle Sie hier so einfach, aber es war mir einfach ein Bedürfnis, Herr Justizrat, Sie zu Ihrer Rede zu beglückwünschen. Ich rede auch, muss sogar ziemlich viel reden, bin hier so etwas für einen Führer. Der Blinden ist der einäugige König, aber so etwas wie Ihr Plädoyer, Herr Justizrat, heute vor mir. Nein. Die Sache ist die, ich habe schon einmal versucht, wegen des Boykotts mit dem Landvolk Verhandlungen aufzunehmen. Vergeblich. Jetzt komme ich noch mal. Meine Herren, können wir uns nicht zusammensetzen und die Geschichte aus der Welt bringen? Abgelehnt, Manzen, kommt überhaupt nicht in Frage. Auf keinen Fall. Aber hören Sie, meine Herren, wir können uns doch die Vorschläge von Herrn Manzo wenigstens mal anhören. Gareis war ein Schwein, aber er tat was. Manzo ist ein Schwein, aber er tut nichts. Es ist ein schlechter Tausch für Altholm. Wenn der entgegenkommen spürt, wird er frech. Genau. Aber
Die Sache ist doch... Wie ist sie? Es ist doch folgendermaßen. Unser Verhandlungswille ist unehrlich. Ja. Als Beweis dafür schlage ich folgende zwei Punkte als Verhandlungsbasis vor. Erstens, Rückgabe der Fahne durch einen prominenten Bürger der Stadt. Bist du nicht. Bist du nicht. Zweitens, Zahlung einer angemessenen Summe innerhalb zwei Wochen. Kommt trotzdem nicht in Frage. Aber wir können doch mal drüber reden. Also, Herr Manzo, wir erwarten Sie morgen im Hotel. Also mit dem Bruder setze ich mich nicht an einen Tisch. Dann tue ich es. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ich will doch auch mal zu meinem Honorar kommen. Lasst doch das die Altholmer bezahlen. Das ist doch tausendmal besser, als wenn ihr bei den Bauern sammeln geht. Naja, von der Seite gesehen. Die Leute sagen immer, dass wir Politiker treulos sind. Die Leute machen uns das ganz hübsch vor. Na, in Breda wird das besser. Wird es besser? Natürlich wird es besser. Ich habe hier eine Masse gelernt. Das nächste Mal mache ich es anders. Wie anders? Überhaupt anders. Ich denke anders, ich sehe alles anders. Sie werden es erleben. Sobald ich klar sehe, hole ich Sie nach. Das wäre schön. Was ist denn das? Muss ich doch mal hören. Weitergehen, Straße frei machen. Weitergehen, Straße frei machen. Straße frei, weitergehen. Guten Morgen, Herr Oberst. Ich bin hier zwar nicht mehr Bürgermeister, aber der Rummel interessiert mich doch noch. Was ist nun wieder los? Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Seien Sie froh, dass Sie fortgehen. Die Bauern wollen wieder demonstrieren. Zur Versöhnung, ja. Und? Die Regierung hat die Demonstration verboten. Ja, ja. Ja. Nein, entschuldigen Sie, Herr. Guten Morgen. Glückliche Reise. Kommt eigentlich der nächste Zug aus Schleswig? 9.56 Uhr. Und ich fahre 9.59 Uhr. Dann kommen mit ihm die Bauern. Ich steige in deren Zug ein. Messer nach dem Ja, ja, ja.
Kredop soll ja verschwunden sein. Verschwunden? Tja, wegen solcher Sachen verschwinden also Menschen. Armer Kredop, war nie viel los mit ihm. Immer die Hinterwege, die Gassen vor den Straßen. Der wäre auch über jedes andere Bein gefallen, statt über meins. Es ist sogar richtig, dass die Bauern nicht demonstrieren dürfen. Aber sie machen es wieder mit den falschen Gründen. Der Manzo, der Temporis, die Bauern selbst, alle. Alle. Nichts um der Sache willen, immer aus irgendwelchen mickrigen Interessen. Ich habe vorhin den Stuff gesehen. Vor einem halben Jahr waren alle so wütend auf ihn, weil er einen kleinen Zirkus verrissen hatte. Die Vorstellung war Mist gewesen. Aber nicht deswegen hatte Stuff sie verrissen, sondern weil der Zirkusdirektor nicht inseriert hatte. Richtig, das ist es. Das ist genau die Sache. Und ich habe auch mitgemacht im Zirkus Monte. Und bin genauso gewesen wie die anderen. Nicht genauso, Bürgermeister. Nicht genauso. Doch, doch, genauso. Wie wird nur all ganz ruhig rückkommen und er uns vom Wiesen? Sieh mal an. Die Erben der Landvolkbewegung. Auf die haben wir, fürchte ich, über all unserem Gewusel nicht gut genug aufgepasst. Aber in Breda wird alles anders? Hoffen wir. Ich hoffe es stark. Nieder mit der Republik!